Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge Life is Feudal. Wir werden heute auf Wölfejagd gehen. Mit dabei ist wieder Bruder Schwarzrabe, Hallöchen. Hallo. So, dann machen wir uns mal auf den Weg, würde ich sagen. Jo, kurzen Augenblick. Mal Wegproviant einstecken. Schwergerüstet sind wir heute unterwegs. Ich habe meine schwere Kettenrüstung an und der Bruder Schwarzrabe hat die edle Plattenrüstung an. Also ziemlich fett unterwegs. Also die Wölfe kann man ja da nicht halbnackig auftauchen. Auf keinen Fall. In der Nähe vom Kloster, da nisten sich immer drei Stück ein. Jo. Die müssten hier in der Nähe sein. Besser als Wegelager. In der Dunkelheit ist immer echt ein bisschen. Ah, ich glaube, hier vorne müssen sie gleich kommen. Oh, hier ist der Weg, genau. Warum durften sie stehen? Ich sehe dich gar nicht mehr. Doch. Siehst du sie? Noch nicht, aber hier vorne durften sie auf jeden Fall gleich auftauchen. Da sind's. Ah ja. Geronimo. Boah, natürlich wieder mal gleich übertrieben mit der Ausdauer. Was? Wollte gerade sagen. Pass auf dich auf, ey. Pass auf. Rechte Lex. Den ersten sauber. Danke. Das Video nicht nebenbei mit hochladen sollen. Wahrscheinlich nicht so gute Idee. Aber lass mal, leck doch bei mir. Echt, normalerweise. Muss mal an ihn rankommen, dann kann ich nochmal treffen. Jetzt langsam kritisch. Ansonsten, wo ist er? Okay, sind beide weg? Nee, da ist noch einer, okay. Ah, jetzt haut er auch noch ab, wunderbar. Haben wir's. Super. Jetzt heißt es erstmal kurz warten. Der eine regeneriert sich bestimmt hier irgendwo. Ich glaube, der ist von dir weggerannt, oder? Könnte ich in den Lichtschein nehmen, dann könntest du einen Bogen nehmen, vielleicht. Ich habe keinen dabei. Also ich hätte einen dabei. Okay. Die brauchen eh nicht mehr viel. Das ist jetzt, sobald die sich einmal hingesetzt haben, ein bisschen regenerieren. Deswegen nicht hinterher rennen jetzt. Er rennt jetzt erstmal eine Weile davon. Irgendwann setzt er sich dann hin und dann
regeneriert er sich oder frisst irgendwas oder so. Und dann kannst du hingehen, ganz gemütlich, und ihn angreifen. Das ist so, als ob du ihn denn zum ersten Mal attackierst. Siehst du ihn, den letzten? Der ist hier gleich wie irgendwo in der Nähe. Der ist so weit, ist er nicht entfernt. Sollen wir jetzt noch warten, oder wie? Genau, jetzt einfach nur ein paar Sekunden warten, bis der mal zur Ruhe kommt sozusagen. Denkt, dass er in Sicherheit ist. Und dann gehen wir wieder auf ihn los. Ich richte mir bei meinem Häutungsmesser hier. So, gucken wir noch mal. Bestie sagt. Hoch. Da vorne ist er. Sehen schon. Ah, lässt an sich rankommen. Haut er wieder, wie ein kleiner wieder. Sehr schön. Das war's schon. Ich hoffe, die jetzt soweit gut. Warte mal, lass sie mal anschauen. Ohne durchführen oder so. Cool. Ich blute am Arm. Wunden verbinden. Mach ich mal bei dir. Knochen richten. Hammer. Hammer nötig. Warte, warte. Kannst du. Bei dir. Du erstmal. Das ist jetzt dein Kadaver, den kannst jetzt du bloß öffnen. Ja, das dauert ein bisschen danach. Naja, passt ja gleich denn. Warte mal, jetzt gebe ich kurz einen Hammer, damit du mir mal hängen kannst. Weil ich jetzt selber einen Hammer. Bugs mal keinen geben. Ich hab selber einen. Ja, ich schleppe bei so was immer Hammer und Säge mit mir rum, damit ich reparieren, also operieren und so kann. Hammer und Säge. Brauchst ja. Zum Operieren die Säge. Voll martialisch. Martialisch. Und zum Hammer, also Hammer zum Knochen richten. Klingt voll geil. Ich bin jetzt auch auf 90, jetzt kann ich dich operieren. Jetzt brauche ich eine Säge. Ja, wunderbar. Eine Säge. Bei Ihnen hast du gerichtet, aber mein Brustkorb sieht noch leicht bedeppert aus. Gehen wir jetzt auf operieren. Hat funktioniert. Oh, wunderbar. Brustkorb ist wieder. Auch noch angehen. Nochmal ein Schämmchen zurück. Hast du irgendwelche Knochenbrüche oder so? Also ich habe bloß eine Wunde am Arm. Oh, na, okay. Blutung oder so. Oh, Blutung, gar nicht gut. Also, ich hab keinen Verband, ich weiß ja nicht, wie das... Ja. Bettruhe, verwundet. Ach, bist verwundet nur, keine Blutung, wunderbar. Ja. Okay. Das ist nur 2 Minuten. Ja. Gib mir mal nochmal einen Hammer. Wie gesagt, ich weiß ja nicht. Was? Der Hammer, den bräuchte ich schon. Aber mein Schmiedehammer, den ich dir in die Hand gedrückt habe. Den habe ich nicht angenommen, den müsstest du noch haben. Ah ja, doch, stimmt, hast du recht. Entschuldigung. Völlig übersehen hier mein Kram. Schluss, wenn wir den nicht geben. Schau mal,
schnell bei dem anderen Kadaver. Ja, muss es sein, das muss weg sein jetzt. Also, die Alten müsste runter sein. Boah, da finde ich nie wieder zurück. Ach ja, doch. Doch, hier. Hier ist einer. Bitte nicht bei dir kommen. Dann immer anzuvisieren, ist immer blöd. Wo ist Kadaver? Beutel. Öffnen. So, wo ist Fell? Knochen. Klauen. Oh, der andere ist auch frei. Und Fleisch. Schau ich nochmal zu den anderen rüber. Ich hab keinen Stierhandschuh ganz vergessen, ihr habt auch immer noch. Ah, sind noch 20 Sekunden. Ja, hier drüben der dritte, der ist frei. Auf dem Weg, der. Öffnen. So, der hat dasselbe Knochen, Klauen, Fleisch und Wurstfell. So. Und der andere war im Weg, oder? Hm. Richtung Berg hoch, der Weg. Oh, ich geh mich mal wieder umziehen. Oder wollen wir doch mal weiter gucken gehen? Nö, es passt schon. Folge geht jetzt noch 8 Minuten. Naja, du bist jetzt auch nicht, was großartig in der Nähe ist, so an gefährlichen Wildtieren. Halt leider nur die hier. Oh, jetzt bin ich überladen. Hast du das ganze Fleisch mitgeschleppt? Ja. Naja, brauchst du nicht, wir haben genug Fleisch. Alle im Lagerhaus, im Holzlagerhaus. Das Lagerhaus bei der Küche da, oder was? Mhm, genau. Okay. Da ist alles eigentlich drin, was man braucht. Noch ein... Fleisch. Alle Sorten. Da sollte es einen guten Koch an nichts fehlen, sag ich mal. Erschöpft. Ach, du bist gerade. Hab mich gerade gewundert. So eine Geräusche macht. Fällt da runter. Ah, Platte geht ganz schön auf die Ausdauer, ey. Das glaube ich. Aber du kannst halt einstecken. Wollte ich gerade sagen, genau. Insgesamt, ich habe noch 83 von 110. Wildfleisch. Soll ich die Knochen auch hier rein tun? Boah, kannst du auch da reinschmeißen. Die Felle, wo soll ich die lagern? Oben an den Häusern, in den Lagerhäusern. In beiden. Ein. Da haben wir einmal Stoff und einmal Leder drin. Ah. Ja, ist wieder mal typisch, ey. Ja, für die Welt.
Stoff. Dann haben wir hier das mir die Leder. Echt zu steil hingebaut. Ah, da sind einige Fälle drin. Die Clown. Kannst du da auch erstmal mit reinschmeißen, muss ich dann nochmal gucken. Ich muss dafür eh noch einen extra Platz machen. Warum die hat die unten eine Schmiede irgendwie hingepackt gehabt? Na komm, jetzt lass mich doch mal hoch hier. So ein Trophäenschrank. Ein ganz lieber Papa. In welches Haus darf ich ihn eigentlich einziehen? Hier, das, am Bergfried dran direkt. Wenn du möchtest. Also wenn man von unten hochschaut, das hier dann, oder? Oder wie? Hm? Siehst du mich gerade? Mhm. Das hier dann, wo ich stehe? Genau, genau, ja, genau das. Okay. Kann sein, dass weiß nicht, was ein Maurizio ist, aber ansonsten brauchen wir halt noch ein neues. Halt ein viertes Auto, Dennis Hut. Und dann blättern wir uns doch mal wieder. Muss ich das beanspruchen auch und nicht, oder? Bloß als zu Hause festlegen? Brauchst du nicht, genau, einfach nur als zu Hause festlegen. Stelle ich mir mal einen Schrank rein. Da hätte schon ein bisschen was drin rumstehen, aber. Ja. Bett und so. Ich nehme das Zimmer ganz links. Mach wie du denkst. Die ganz ja, frei zur Verfügung die Dinge. Waffen kannst du auch bei dir denn, wenn du willst, später noch ein Dings reinkloppen. Also nur ein Kleiderschrank. Genauso wie Rüstung oder so. Ja. So, ich habe jetzt mal die Gärpfannen voll gemacht. Ah, deswegen blubbern die wohl schon was gewundert. Das ganze Zeug raus tun. Thank you.
Was war's schon? Okay. Ja, ansonsten schmeiß den Kram ins Haus. Wenn du es nicht brauchen solltest. Ansonsten kannst du hier, wie gesagt, alles, was du hier siehst, kannst du auch gerne benutzen, ne? Bei Schnauzer, sag ich mal. Jawohl. Genauso wie Futter, Samen oder sonst irgendwas du brauchen solltest zum Angreifen, ne? Nutz einfach. Du brauchst ja nicht großartig überlegen. Wird eh alle irgendwann ersetzt, sag ich mal. Also, sollte eigentlich immer wieder was Neues kommen, sagen wir so. So, meine Damen und Herren, wir sind am Ende einer Folge. Macht's gut, schaltet wieder ein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.